Da ist er. Ein Mann wie Millionen andere. Bloß, dass er besonders nett aussieht. Oder? Walter Reschke nennt er sich. Ohne Beruf. Ohne Zuhause. Gelegenheitsarbeiter. Kam nie dazu, etwas zu lernen, war zu viel los an großer Zeit. Arbeitet also mal da, wie sich's gerade ergibt. Die Frauen haben ihn gern. Kann nämlich nett mit ihnen umgehen. Witzchen erzählen und so. Auch mal was Unanständiges. Fährt auch zu Wochenende über Land. Weit weg manchmal. Gibt ja nichts Schöneres als ein Fleckchen Erde. Waldeinsamkeit, zweit. Und dicht daneben kommt das Leben vorbei. Ja, das ist das Wichtigste. Das Leben. Das brausende Leben. Die Autobahn hat es ihm angetan. Und hier? Ein anderes Gesicht von ihm. Eins, das kaum jemand kennt. Denn die, die es kannten, können nicht mehr davon erzählen. Was wir von ihm wissen. Nicht sehr viel, Herr Kommissar. Na, wie? Ihr müsstet doch mit den heutigen kriminaltechnischen Mitteln... Man müsste. Das ist wahr, besonders weil diese Mittel restlos eingesetzt worden sind. Aber
Das berühmte Aber, das kennt man. Ja, wir sind herbe Kritik von Seiten der Presse gewohnt. Ist denn wirklich auch alles geschehen, was geschehen kann? Alles. Und nicht nur hier bei uns. Weit über den vollen Einsatz des Apparates hinaus. Jeder einzelne Mitarbeiter meines Sonderdezernats sieht seine Aufgabe auch als eine ganz persönliche an. In jeder freien Stunde treiben wir uns auf der Autobahn herum, durchstöbern Raststätten, fragen Passanten, Fahrer und Personal aus. Und was können wir dabei tun, Herr Morath? Sie müssen uns helfen, meine Damen und Herren. Das wollen wir immer. Aber Sie halten doch sonst nicht viel von der Mitarbeiterpresse. Wir müssen den Vorwurf einstecken. Trotzdem, in diesem Falle bitte ich Sie geradezu, rufen Sie die Öffentlichkeit auf. Der Mörder muss beunruhigt, eingekreist und gehetzt werden, bis er einen Fehler macht und wir ihn haben. Warnen Sie in Ihren Zeitungen und durch den Rundfunk alle diese ahnungslosen, vertrauensseligen und erlebnishungrigen Frauen und Mädchen. Denn ich frage Sie, meine Damen und Herren, wer wird das nächste Opfer sein? Guten Tag, Herr Meier, ist Jochen da? Psst, dicke Luft, der Alte ist drin. Jochen! Was ist das, Jochen? Papierfetzen. Aus der Arbeit von einem Jahr. Zu hoch hinaus bin ich, meint mein Vater. Bloß weil ich nicht nur diese stumpfsinnigen Gießereiarbeiten machen will. Bloß weil ich Konstrukteur bin. Mach dir nichts draus, Jochen. Du wirst den Motor noch einmal erfinden. Und viel besser. Ach was. Diese Blätter. Lach doch, Jochen. Kann nicht. Du musst aber. Ich kann nicht darüber lachen. Wetten, dass du lachen wirst, wenn ich dir ganz toll bei der Erfindung helfen werde? Du, Bienchen? Mhm. In Holzheim. Bei deiner Tante Rosa. Ja, ja. Bienchen. Und bei den anderen Kühen. Dann darfst du also doch mitfahren? Mhm. Frau Dr. Stolten will heute zu Mami kommen. Es wird schon klappen. Ja, und dein Vater? Ach, das weißt du doch. Das schafft Mami schon. Den kriegt sie schon herum. Ich werde verrückt. Na also. Du, da kann mein Vater noch viel mehr zerreißen. Jawohl, zerreißen kann er. Noch viel mehr. Nur? Nur. Na, bloß? Bloß. Uns? Ach, Bienchen. Uns nicht. Du, komm, also ich halte es ja einfach nicht mehr aus. Schön, was? Komische Leute. Komische Welt. 5 Jahre lang durften wir zusammen in die Ferien. Ja, und spazieren gehen und ins Kino. Mit einem Mal? Also komisch finde ich das jedenfalls gar nicht. Aber es muss doch einen Grund haben. Du, Jochen, vielleicht ist wirklich mit einmal etwas anders mit uns. Ach was, das ist doch immer wieder dasselbe. Das ist der hirnverbrannte Dünkel der sogenannten reifen Menschen. Ach, kenn ich doch. Kenn ich doch. Vielleicht wissen Sie mehr vom Leben. Was ist denn das? Das Leben. Das sind doch Redensarten. Ich weiß nicht. Schwierig ist es sicher. Aber auch schön. Mit uns doch auch, oder? Hm? Wieso? Ist ja Unsinn. Du, Jochen, wir beide zusammen. 14 Tage lang. Jede Stunde, jede Minute. Nicht, Jochen, bitte nicht, ich hab Angst. Aber es ist doch kein Unrecht. Doch, Jochen, doch, doch, doch. Aber ich hab dich doch so lieb, Bienchen. Ich dich auch, Jochen, aber bisher war's anders. Bisher... Das kommt eben so.
Eines Tages ist es so. Man kann es nicht ändern, Bienchen. Ich nicht, du nicht, keiner. Dann haben ja die Eltern recht. Fängst du jetzt auch so an? Jochen, ich kann nicht mit dir kommen, wenn es so ist. Na gut. So ist es also. Du bist es, die Angst hat. Angst vor mir. Du willst ja gar nicht wirklich mit mir fahren. Na gut, bleib mal da. Was aus mir wird, das ist ja auch ganz egal. Bienchen! Mami! Guten Tag, Mami. Guten Tag, Herr Kirchner. Ja. Guten Tag. Wo hast du dich denn so lange herumgetrieben? Ich war spazieren mit Jochen. Jawohl, war sie. Ja, ja. Mach du ihr auch noch ihre Dummheiten vor. Also, Sabine, war nicht frech und ist nicht frech. Hm. Warum heult sie denn dann? Ja, wir haben uns gezankt. Wegen der Ferienreise. Ach, ihr auch? Frau Dr. Stolten war nämlich hier. Wegen deiner Ferien. Na und? Na und? Sie hat uns gut zugeredet, aber Vater... Ach ja, damit ihr es gleich beide wisst. Daraus wird nichts. Nein, nichts wird damit. Ach, hör auf zu heulen. Damit erreichst du auch nichts. Ich will ja gar nichts erreichen. Ich dachte, du wolltest so gern mit. Ja, das will sie doch auch. Gib's doch zu, Bienchen. Herr Kirchner, Sie kennen mich doch schon so lange und Sie wissen doch, dass ich auf Sabinchen aufpasse und... Ja, du bist mir der Richtige zum Aufpassen. Sie trauen uns jungen Leuten nicht. Ich weiß auch, was Sie meinen, aber ich... Na gut, ich geb's zu, ich bin vielleicht auch nicht besser, aber... Aber wenn es drauf ankommt, der Gegner bestimmt, dann ist doch Bienchen für mich was... Was Heiliges dann. So, wann warst du das letzte Mal in der Kirche? Ich bin anders erzogen. Ach, deshalb? Ich soll erlauben, dass ihr zusammen wegfahrt? Was? 14 Tage? Vielleicht Kammer an Kammer? Nein, wir werden dich nicht in Sünden befragen. Wir nicht. Nein, ich erlaub's nicht. Schlag euch das aus dem Kopf. Ein für alle Mal. Ich erlaub's nicht. Nein. Dann bleib ich auch da. Jochen, das darfst du nicht. Also kommst du nur mit? Ich glaube, ich kann nicht. Dann weiß ich ja wenigstens Bescheid. Dann ist eben alles aus. Jochen! Das ist also deine Liebe. Mach, dass du in deine Stube kommst. Bist du immer noch nicht weg? Was wird Sabine nun tun? Jochen gegen den Willen ihres Vaters nachfahren? Aber das Reisegeld? Sie wird ihre Freundin fragen, ob die ihr was borgen kann. Nur Jutta kann ihr nichts borgen. Wozu auch? Anhalter kostet die Reise gar nichts. Hallo. Hast du das gesehen? Keine 100 neue Witze. Helfen doch nicht seine Witze. Ja, viele kommen vorbei, aber du, der Held! Ja, aber einen schön. Wollt ihr mit? Ja, gern. Ja, bitte. Dann aber los. Richtung Frankfurt? Genau. Einsteige bitte. Schönen Dank, Jutta. Was, bloß du willst mit, du halbe Portion? Auch gut. Mach's ja. Gut, Sabine. Und grüß Jochen. Ja. Und keine Angst. Angst, wieso? Wiedersehen, Jutta. Wiedersehen. Wiedersehen. Gute Fahrt und schreib auch mal. Wiedersehen!
Allerhand, dass du dich traust, so allein mit einem Fremden, und in die Nacht hinein? Ich habe einen Schutzengel. Schutzengel, das ist gut. Na, hoffentlich passt er nicht zu genau auf. Der Fahrer, Kreitz heißt er, fragt sie allerlei. Sie hin. Sie denkt darüber nach, ob es Sünde und Unrecht ist, hier so in die Nacht hineinzufahren. Und sie denkt an ihren Jochen und an das Fremde und Beängstigende und Süße, das durch ihn in ihr Leben gekommen ist. Und das trotzdem alles zu ihm führt. Das war die Autobahn und die Scheinwerfer und der Transporter. Alles. Sie erzählt auch dem Fahrer ein bisschen von Jochen. Sie muss erzählen, so voll ist ihr Herz von ihm. Hast du die gesehen? Konnte eine Schwester von ihr sein. Ich habe leider keine Schwester. Aber die wird bestimmt nicht so viel Dusel haben wie du. Warum? Warum? Hat sich eben dumm aufgestellt. Man hält bestimmt keiner an. So, nun werden wir uns mal ein bisschen stärken, wie? Hey, Franz! Ach, daher kommt das Geräusch. Das reinste Sägewerk, was? Na, Franz, aufwachen! Fütterung! Ich hab keinen Hunger. Schlafen. Ja, dann nicht. Sieht aus mindestens wie 20. Ah. Na, ich nehme dich trotzdem mit, obwohl du schon so einen hast. Ist doch eigentlich sehr nett von mir, oder? Mhm. Was ist denn? Was hast du denn? Ach, nichts, der Mann da drin, der mich anstiert. Na, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Jetzt, wo du in die Jahre kommst. Ich hole mir schnell mal ein paar Zigaretten. Bis gleich. Seien Sie, Fräulein. Kennen Sie den schon lange? Also nicht. Dann hat er Sie wohl eben erst angequatscht. Was wollen Sie denn von mir? Wie alt sind Sie? Und wohin wollen Sie eigentlich mit ihm? In Richtung Frankfurt. Aber was geht Sie denn das an? Sie sollten lieber umkehren, jetzt sofort. Wenn Sie wollen, nehme ich Sie mit. Ach, lassen Sie mich doch in Frieden. Hören Sie nicht. Mädchen anquatschen gibt's hier nicht. Kapiert? Hier, bitte. Danke. So. Solche Kinder gehören ins Bett. Mir ist vielleicht was. Sie... Wer ist das mit? Das sieht Sie gar nicht an. Ich konnte Sie zwingen. Ich konnte Sie ganz einfach... Einen Dreck können Sie. Und wenn Sie nicht endlich Ruhe geben, dann... Na, was dann? Ihre Anmeldung, mein Herr. Bitte in die Zelle. Was? Sag mal, wo wolltest du denn eigentlich aussteigen? Im Westerwald, beim Abzweig nach Holzheim. Ja. Holzheim. Da werden wir wohl so gegen morgen sein. Und dann? Ach, dann ist es nicht mehr weit. So 10, 12 Kilometer durch den Wald bis zu dem Hof bei Holzheim. Na fein. Na,
Dann kann ja wohl nichts mehr passieren. Hm? Ob der noch mal wiederkommt? Nee, Frau Elli, bitte zahlen, ja? Ach was, der traut sich nicht mehr her. Eine Portion Kaffee. Ja, meinen Sie? Also, Gesindel ist immer feig. 3,85 bitte. 3,85. Danke, Frau. Danke, Frau. Wenn ich dir sage, solch ein Brocken war das. In der Wien, natürlich. Ein Meter lang war der Hecht. Oh, ich hab schon ganz andere Sachen da gefangen. So. Alles klar? Alles klar, Herr Kreis. Na, dann mal los. Muss das so laut sein? Entschuldigung. Das ist eine Rübe. Aber er sieht so lustig aus. Mit dem hat man noch keine Langeweile. Lösung, Willi? Das kleine Fräulein braucht einen sicheren Fahrer. Eben. Tag runter. Bist doch sonst vom Beruf müde. Gute Nacht. Kreiz wundert sich. Was will der denn? Warum blinken die uns dauernd an? Ich fahre doch schon ganz rechts. Weg doch mal bullig. Man kann nie wissen. Was ist? Ist doch was los? Was wollen Sie denn? Da hinten drin spielt einer mit euren hübschen Autos. Hä? Im Anhänger. Haben Sie einen Mitfahrer vielleicht oder einen Wächter? Was? Wir haben den entdeckt beim Aufblenden. Ist das wahr? Na los, 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 kommen Sie schon, kommen Sie. Na, warte. Los, kommen Sie, los. Bleib du mal lieber da. Wo steckt denn der Kerl? Verdammter Schweinerei. Na, warte, mein Junge. Ich habe ihn schon von Weitem gesehen. Wollig. Ja, als er mal hier rein. Raus. Ich komme von der anderen Seite. Schön, was mit Crazy. Crazy? Der hätte sich ja das Handy brechen können. Can you see him? Hey! Raus da! Da wird's bald! Ich kann nicht! Ich bin der Kerl, ich kann! Wir werden dir schon helfen. Komm schon. Jetzt hat er raus. Jetzt holt er raus. Na los, raus, mein Freundchen. Raus, raus! Na, wie kommst du denn zwischen die Wagen? Mach's Maul auf. Du, ein blinder Passagier. Also nichts Besonderes. Klauen kann er die Wagen nicht. Na, wird's bald. Ja, in der Raststätte. Ich musste. Ins Rheinische musste ich. Ins Rheinische. Hast du gehört? Er musste. Krieg das Schwein doch verdammt zwischen unsere blitzblanken Wagen. Il signore malato. Weißt du, was das heißt, mein Junge? Weißt du, dass uns das unser Brot kosten kann, du Lump, du Dreckiger? Einfach einpacken und mitnehmen zur nächsten Polizeistelle. Nein, das Beste wär's schon. Ich hab doch nichts getan. Sie sind im Male. Male, Male. Sind Sie krank? Galle. Kolik. In der Raststätte. Wollt ihr bloß ein Stückchen mitfahren? So. Ist doch nicht schlimm. Ich hab doch nichts zerkratzt. Na, scheint wirklich noch mal gut gegangen zu sein. Ich sag's ja. Nichts ist. Der sieht wirklich krank aus. War so vorsichtig. Aus die Kälte. Kolik.
jetzt nicht länger aus. Ich wollte eine geschützte Stelle suchen. Ganz blass. Was mache ich denn nun mit dir? Mitnehmen. Poveretto. Wir haben keinen Platz, Monsieur. So, let him go. Der kann doch nicht weg. Ach, come on. Oh, Luca. Hau ab. Aber schnell. Aber Sie können doch den kranken Menschen hier nicht einfach stehen lassen. Wir können nicht? Hat er uns gefragt? Attenzione, Signore. Gleich. Gleich fällt er um. Signore, da trinken Sie mal. Das war nett von Ihnen. Du entschuldigst ihn wohl noch, was? Aber er ist doch krank. Tut mir leid. Wir können ihn leider nicht mitnehmen. Wir biegen bei der nächsten Kreuzung ab. Wo wollten Sie denn überhaupt hin? Ganz egal. Bloß weiter. Ich meine, ins Rheinische. Mhm. Also gut, wir nehmen Sie mit. Na, dann ist ja alles gut. Wenn ich Ihnen vielleicht noch mein Bett zur Verfügung stellen darf. Fehlte mir noch. Blanconi, gute Besserung. Wiedersehen. Wiedersehen. Und schönen Dank für die Warnung. Gute Nacht. So bekommt Ina auf dieser Nachtfahrt noch Gesellschaft. Hab mich noch gar nicht bedankt. Ohne Sie und den jungen Mann, wer weiß, ob der mich mitgenommen hätte. Hm. Er weiß. Es ist beinahe Vollmond. Wundervoll, denkt Sabine. Der Fremde neben ihr sieht sie ab und zu an. Er lächelt dann immer. Es ist ja recht. Es ist ja ein gutes Lächeln. Und es ist ein gutes Gesicht, denkt sie. Sie erzählt auch ihm von Jochen und er erzählt von seiner Freundin und wie gern er sie gehabt hat. Nur, sie lebt leider nicht mehr. Ja, traurig ist das. Zu viel Aufregung. Deshalb geht es ihm auch gesundheitlich so schlecht. Er ist also genauso allein wie Jochen und ich, denkt Sabine. Er tut ihr leid. Unten liegt eine Decke. Danke. Oh, Verzeihung, ich glaube, ich habe geschlafen. Warum auch nicht? Wer kann, der soll. Ich würde auch lieber in meiner Falle liegen und schlummern, schlummern, schlummern. Es ist beinahe zu schön, diese Nacht. Je rêve d'amour auprès de toi. La vie est douce si tu es près de moi. Du peinlich. Oh, mon amour. Ach, mein Liebling, verlass mich nie. Denn ohne dich bin ich nichts. Ah, vous parlez français tous les deux? Oui, oui. Mais oui, mademoiselle. Énormément l'amour. Je ne comprends pas ça. Ist auch besser so. Auch beim Erobern Französisch gelernt, Kamerad? Na klar,
à Paris. Mais c'est pas toute la chanson. Ich weiß, aber ich hab's leider vergessen. Haben Sie die französischen Lieder auch so gern? Aha, sehr. Ich hab alles gern, was zum Verlieben ist. Sie sind auch zum Verlieben. Meine Freundin auch. Beinahe wie sie sah sie aus. Sie dürfen nicht wieder traurig sein. Sogar der Hals war so. Genau. Mein Hals? Dass er so zusammenredet, wenn er müde ist. Ich meine, sie hatte auch so ein Kettchen. Entschuldigen Sie. Bitte. Ich glaube, ich werde jetzt wieder ein bisschen schlafen. Gute Nacht. So kommt der neue Morgen. Das ist eine Pfarrerei. Die reinste Suppenküche. Du musst doch immer ans Fressen denken. Was willst du denn verdammt nochmal? Muss doch hier sein! Abzweigung Holzheim! Sind wir schon da? Scheint tatsächlich die Abfahrt Holzheim zu sein. Na, dann mal raus, kleines Fräulein! Ja, sofort! Nach Holzheim! Alles umsteigen! Was? Sie wollen auch hier raus? Auch? Ach so, Sie wollen auch nach Holzheim! Das ist aber lustig! Eigentlich ein Stückchen weiter. Ach so, nach Biedingen. Genau. Meine Mutter wohnt nämlich da. Als Flüchtling. So ein Zufall. Das passt ja doll. Meine ich auch. Bei dem Nebel kann man das arme Mädchen doch nicht allein durch den Wald laufen lassen. Nur anständig von Ihnen. Das macht ja manches gut. Endstation Holzheim. Und nochmals herzlichen Dank. Ah, lächerlich, nicht der Rede wert. Salut. Hey, Wiedersehen, kleines Mädchen. Ach, Herr Kreitz, vielen Dank. Na, hör mal, wo ich doch dein Schutzengel bin, ich pass schon auf. Ist ja wahr. Bin ganz froh, dass du nicht allein durch den Wald musst. Auf Wiedersehen. Servus. Und lass mich nicht wieder eine Kulik kriegen, ne? Ich werd's versuchen. Gute Fahrt. Nicht mehr böse. Schon gut, schon gut. Wiedersehen. Sabine ist froh. Bald wird sie bei ihrem Jochen sein. Sie ahnt ja noch nicht, wer der nette Reisegefährte neben ihr in Wirklichkeit ist und was gestern Abend vor genau 12 Stunden durch ihn geschah. Er kam mit seinem Rad am Rand der Autobahn entlang. Es war schon fast dunkel und also höchste Zeit, etwas zu finden. Fürs Herz. Da stand auch schon eine und winkte. Das gleiche junge Ding, das schon Kreitz und Sabine aufgefallen war, gleich nach der Abfahrt. Hallo? Na, kleines Fräulein? Auch Reschke fand es dumm, sich gerade hier aufzustellen. Da drüben müssen Sie stehen. Aber dachte er... Vielleicht soll es gerade so sein. Kommen Sie. Mal sehen. Ja? Muss sowieso dahin. Wenn der Herr meint. Runter von der Autobahn. Ich werde doch wohl meine Braut zu ihrem Wagen bringen können. Hey, Kinderwagen, hä? Ich sage runter von der Autobahn. Kein Platz für ein Stelldichein. Wenn Sie meinen, Herr Wachtmeister, na dann kommen zurück in den Busch, Herzblatt.
Wollen wir uns ein bisschen hinsetzen? Was? Hier ins Gras? Hm. Da. Viele kommen vorbei. Menschen, Autos, das Leben. Es rauscht wie sein Blut. Trägt er es nicht mehr. So kommt er in die Raststätte. Er muss einen Steinhäger trinken, so schlecht ist ihm. Er nimmt nichts um sich herum wahr. Nur ein großes Brausen und Dröhnen ist in ihm. Bis er plötzlich ein Mädchen sieht. Es ist Sabine. Er erschrickt. Das kann doch nicht sein. Die sieht doch aus wie die von eben. Ach, Unsinn. Verrückt. Kettchen. Jetzt hört er wieder. Überscharf hört er. Na, werden wir so gegen morgen sein. Und dann? Ach, dann ist nicht mehr weit. So 10, 12 Kilometer durch den Wald bis zum Hof bei Holzheim. Na, fein. Sprechen Sie noch lange? Verzeihung, Herr Kommissar. Kommissar? Herr Kommissar? Nichts wie weg. Oh, passen Sie doch auf. Entschuldigung. Dann sind Sie besoffen, so ein Idiot. Auf dem Parkplatz steht ein offener Autotransporter mit Anhänger. Das wird das Richtige sein zum Weiterkommen.
Endlich fährt der Transporter. Reschke erlebt die gleiche Reise, ganz anders als Sabine. Weg, 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 denkt er. In Sicherheit. Kriegt mich nicht, der Kommissar. Keiner kriegt mich. Dann fällt ihm plötzlich sein Rad ein. Verdammt, habe ich doch vor lauter Angst stehen lassen. Ach was. Scheiß auf das Rad. Ja, scheiß auf das Rad. Bin in Sicherheit. In Sicherheit. Mich kriegt keiner. Ich nicht. Beruhigt schläft er ein. Das scharfe Tempo der Fahrt und der Zug des kühlen Nachtwindes wecken ihn schnell. Ich muss runter, wenn ich nicht erfrieren will, denkt er. Scheinwerfer des Lastwagens, die auch Kreiz zum Stoppen brachten, beunruhigen ihn. Was wollen die von mir? Suchen die mich? Die schlagen mir ja den Schädel ein, wenn sie mich kriegen. Die Hunde. Lauf mal nach vorn! Dann denkt er gar nichts mehr. Wo wolltest du denn eigentlich aussteigen? Im besten Fall bleibt noch zwei Gold sein. Richtig, sie schmeißt doch verdammt zwischen unserem blitzblanken Wagen. Einfach reinpacken. Sie haben ihn gestellt. Jetzt ist er wirklich krank. Das Beste wäre, vor Angst. Hau ab, aber schnell. Weißt du, was das heißt, mein Junge? Weißt du, dass uns das unser Brot kosten kann, du Lump, du Dreckiger? Aber sie können doch die kranken Menschen nicht einfach... Ein Bündel Elend, das Mitleid erweckt. Sind sie krank? So bekommt er schließlich sogar noch einen molligen Platz, ganz legal. Er muss direkt lachen. Sabine sieht ihn erstaunt an, aber er kann ihr ja nicht sagen, warum er lacht. Über so viel Glück lacht er. Weg, Kommissar, und in Sicherheit. Und Wärme. Noch einmal ein Mädchen. Und auch noch die aus der Raststätte. Sieht aus wie die von vorhin. Das Herzblatt. Beinahe genau. Na, mal sehen. Er denkt, so jung wie die ist, man müsste sie mal wecken. Ich werde mein französisches Liedchen singen, das wirkt immer, das haut bestimmt auch bei ihr hin. Kannte sich eben aus mit dem Weiblichen. Auprès de toi, la vie est douce si tu es près de moi. Thank you.
Da erlebt er alles noch einmal. Im Traum. Kümmert sie, lacht und schwatzt. Wird ihr noch vergehen, die Freude, denkt er. Kein Mensch, weit und breit. Soll es jetzt schon sein? Gleich jetzt? Nein, zu früh. Aber was bedeutet zu früh? Wie viel Gnadenfrist für Bienchen? Zurück zu Alfred Morath, dem Kriminalkommissar aus der Pressekonferenz. Und zu dem Augenblick, in dem der Mörder, den er so sucht, 2 Meter von ihm entfernt auf den Parkplatz hinaus will. Es geht Morath nicht gut. Diese Autobahnmorde machen ihn noch verrückt. Ja, ich kann leider mal wieder. Er hat selbst ein Kind. So, du weißt. Reni. 5 Jahre alt. Stimmt. Mann mit einmal wird sie auch so erwachsen sein, wie das junge Ding, das da eben mit einem fremden Kerl in die Nacht hinausfahren wollte. Was los ist? Morath spricht mit seiner Frau. Nichts, verdammt noch, Mann. Sie hat wieder einmal lange warten müssen. Ja, ich treibe. Aber er hofft, dass er jetzt bald nach Hause kommen kann. Fenster, aber weißt du, ich sehe sie. Also dann bis später. Kuss, Wiedersehen. Sind tatsächlich weg, die beiden. Na, denkt Morath, es war ja sowieso Unfug, mein Verdacht. Ich werde ihm langsam hysterisch in der Sache. Zeit nichts gegessen? Das ist nicht gut für dich. Ich weiß. Ich war im Kino. Ach. Auch dienstlich? Weißt du, Usch? Ja, ich weiß. Du hast mal wieder die große Unruhe. Ich komme nicht weiter. Aber ich muss weiterkommen in dieser Sache. Kannst du das nicht verstehen? Doch, doch. Möchtest du lieber einen Schluck Bier? Ich verstehe dich, Herr Alfred. Nur... Ja. So ist das eben, Musch. Ach, hier. Hätte ich beinahe vergessen. Das ist wirklich nett von dir. Das ist für Reni. Ich weiß. Ist sie nicht mehr auf? Ich werde sie nachher noch zum Bettchen bringen. Sie wird sich auch morgen noch darüber freuen. Ist ja wahr. Vielleicht. War sonst noch irgendwas? Ach ja, es hat ein paar Mal angerufen. Aus dem Polizeipräsidium. Wann? Ja, das erste Mal war so gegen 9:30, glaube ich. Und dann fast alle halbe Stunde. Das sagst du mir erst jetzt? Hallo? Hallo? Entschuldige. Petrasch! Ja, hier Morath, was ist los? Was? Wann? Ja, ich komme, Petrasch. In 10 Minuten bin ich da. Bis
du nicht wenigstens zu Ende essen? Wieder das Gleiche? Nimm's dir nicht so zu Herzen, Alfred. Ich pack dir ein Brot ein. Sie sehen, es ist alles geschehen. Ich bin überzeugt davon, Kollege Lorenz. Sie sehen aber sehr unzufrieden aus, Herr Morat. Ich saß 5 Minuten vom Tatort entfernt. Ich hielt ein anderes Mädchen für gefährdet. Vielleicht war sie's. Aber die hier ist umgebracht worden, 600 Meter von mir weg. 600 Meter von mir weg. Ich fuhr vielleicht an dem Mädchen vorbei und an dem Mörder. Und sah nicht. Viele kamen vorbei. Wird es dadurch besser? Man wird doch verrückt, wenn man das liest. Das ist richtig. Haben Sie das so hübsch stilisiert? Auch diesmal typisch die gleiche Handschrift. Erwürgung mit den inneren Handflächen und eine Spur von Fingerabdrücken. Schändung des Opfers, Beseitigung aller Identitätshinweise. Die alten, immer wiederkehrenden Merkmale sexualpathologischer Anomalien. Ja, übrigens, der letzte Satz stammt von unserem Doktor. Klar. Fotos noch nicht da? Spätestens in einer Stunde. Keine Ahnung, wer das Mädchen ist. Nein. Der Rundfunk hat den beiden Abendnachrichten eine genaue Beschreibung bekannt gegeben. Bisher keine Anfragen? Ein Ehepaar sitzt draußen, seit einer Stunde. Sie meinen, es könnte Ihr Kind sein? Sagen Sie ihn, ich ginge gleich mit Ihnen runter. Mhm. Die Leiche ist dann noch im Haus. Ja, Kommissar. Gut. Ich sehe eben, die Autobahn-Routinestreife ist um 20 Uhr abgelöst worden. Sie haben also nur die Leute vernommen, die gar nichts gesehen haben konnten. Ja und nein, aber auch Sie hätten etwas beobachtet haben können. Aber die anderen beiden, die während der Mordzeit Dienst hatten, die müssen fast etwas gesehen haben, was uns weiterhilft. Müssen? Also gut, können. Jedenfalls mehr als die anderen, oder? Die Leute sind nach ihrer Rückmeldung ausgegangen. Dienstfrei, Samstag. Und Sie haben nicht in die Wohnungen geschickt? Naja, doch schon, aber wie gesagt... Schicken Sie noch einmal hin. Ach, sind jetzt mitten in der Nacht? Ja, jetzt sofort. Lassen Sie sich aus dem Betten trommeln. Unser Mörder macht keinen Sonntag. Und Sie wissen... Gerade zum Wochenende. Wir können nicht die kleinste Chance auslassen. Das ist doch selbstverständlich. Alles andere läuft ja wohl. Vor und Touren, Herr Morat. Gut. Bis gleich. Herr und Frau Kirchner. Guten Abend. Kommissar Morat. Trauriger Anlass, der Sie hierher führt. Warum glauben Sie, dass es sich um Ihre Tochter handelt? Die Beschreibung und dann... Die Angst. Herr Kommissar, die Angst. Es ist doch nicht sicher. Wir werden sehen. Kommen Sie bitte. Thank you.
freuen mich für Sie. Ja, wir freuen uns. Aber... Aber sie hat auch Eltern. Sind wir nun, weil wir, bloß ich, viel zu streng war. Ich habe sie ja direkt hinausgetrieben. Aber das wird den Herrn Kommissar nicht sehr interessieren, Herr. Oh nein, Frau Kirchner, da irren Sie sich. Das alles interessiert mich sogar sehr. Und wenn Sie unser Kind kennen würden, Herr Kommissar, hier, das hätte ich Ihnen vielleicht gleich zeigen sollen. Das ist Ihre Tochter? Ja, Sabine heißt sie. Aber sie ist viel hübscher, nicht? Und sie ist heute so einfach weg, mit fremden Menschen. Ja, aber wer denkt denn an sowas? Wir wissen ja, wo sie hin ist. Nach Holzheim, wir haben auch schon telegrafiert. Kann ich das Bild behalten? Ist was, Herr Kommissar? Aber nein, nur so zum Andenken. Ach, würden Sie bitte hier ein paar Minuten warten? Mein Assistent soll sich für alle Fälle Ihre Handschrift und die in Holzheim notieren. Ja, gute Nacht. Und versuchen Sie, gut zu schlafen. Ja, ja. Danke, Herr Kommissar. Gute Nacht. Wir waren zusammen ein Bier trinken nach dem Dienst. Da hörten wir in den Nachrichten. Ah, die Herren von der Streife. Guten Abend, Herr Kommissar. Guten Abend. Und da sind Sie aber wirklich von selbst und unaufgefordert hergekommen. Ja, Herr Kommissar. Ist doch selbstverständlich, Herr Kommissar. Und wieso, haben Sie irgendetwas beobachtet, was wichtig ist? Halt, langsam. Setzen wir uns. Zigarre. Man dankt. Bitte. Danke. Bilder der Ermordeten. Ja, ich brauche sie nicht mehr, aber hier. Verdammt nochmal. Das ist er. Ja, das ist sie bestimmt. Sabine so darlege. Aber lieg doch nicht. Es wäre ja auch nicht deine Schuld. Es wäre ja meine. Nur meine. Ich habe ihr zugeredet, dass ich gehe. Was hast du? Sabine zugeredet? Ich habe ihr 15 Mark gegeben. Heimlich. Und habe ihr zugeredet. Ich habe doch nicht wissen können, dass ich gleich per Anhalter. Die Jutta hat es mir erst heute gesagt. Mutter. Wo sie doch so verzweifelt war, sie hat ihn doch so lieb, den Jungen. Aber so jung wie sie ist. War ich denn älter, Hermann, war es bei uns nicht genauso. Eben. Ja. Dass man das alles vergisst. Aber, dass du so viel Courage hattest. Ich dachte, du hättest gar keine Courage mehr, weil ich immer so grob bin. Warum hat der Kommissar das Bild behalten? Ja, aber das weißt du doch. Nein, ich glaub's nicht. Der weiß etwas. Ich hab solche Angst, Vater. Ich hab immer noch solche Angst. So darf ich Sie bitten, mir die Adressen anzugeben. Frech war der Kerl. Wird doch wohl meine Braut zu ihrem Wagen bringen können. Kinderwagen habe ich noch gerufen, aber dann gab ich es ihm gründlich. Runter von der Autobahn, schrie ich ihn an. Und er? Er grinste. Na, da komm mal zurück in den Buschherzplatz, sagt er zu dem Mädchen. Ist das alles? Ja, dann zogen die beiden ab. Richtung Raststätte? Ja. Ja. Wie sieht der Mann aus? Können Sie ihn beschreiben? Nicht so leicht. 30, vielleicht 35. Wie man so sagt, ein hübscher Kerl. Genau. Schlank. Braune Augen, braunes Haar, ganz gut angezogen. Alles, alles. Aber war wohl nicht von der Gegend, ich meine von der Sprache her. Sie kennen ihn? Moment.
Und was für ein Rad hatte er? Ein Rad? Ja, ein Fahrrad. Natürlich, dass mir das nicht gleich eingefallen ist. Ja, ist ja wahr. Eine alte Karre, er führte sie links neben sich her. Sie haben am Tatort keine Radspuren entdeckt. Na, aber wer wissen Sie überhaupt, dass ich er... Ich weiß gar nichts. Aber die Beschreibung unseres Mannes kennen Sie doch auch. In 4 von 5 Fällen hatte er ein Rad bei sich. Sind Sie sehr müde, Lorenz? Hören Sie, ich will unbedingt jetzt noch hinausfahren und selbst mal ein bisschen herumsuchen. Da werden Sie aber nicht viel finden, Herr Murat. Kann sein. Und das ist auch beileibe kein Misstrauen gegen Sie. Aber ich habe mir heute schon so viel Blindheit geleistet. Kommen Sie, fahren wir. Dürfen wir mit? Oh. Eine halbe Stunde später sind Sie da und machen sich an die Arbeit. Abend. Abend. Da oben. Los, kommt! Hier rüber! Jawohl! Es ist nicht zu finden, Herr Kommissar. Aber es muss eine Radspur zu finden sein. Hier! Hier! Hier, Kommissar! Wo? Wo denn? Vorsicht! Da! Murat erhält recht. Die Radspur ist da. Sie führt in die Raststätte. Jetzt gibt es Routinearbeit. Ja. Trommeln Sie mir nochmal das Dienstpersonal zusammen. Ist gut. Peter, Sie kommen mit mir. Selbstverständlich. Und Sie schauen, ob Sie noch jemanden in der Tankstelle finden. Jawohl. Lorenz, kommen Sie. Die Kellnerin, die Reschke abends den Steinhäger verkaufte, besinnt sich genau auf den blassen Mann, der es so eilig hatte zu zahlen. Stimmt das auch? Aber ich hab's doch gesehen. Es war ein goldenes Halskettchen. Auch der anderen fällt noch allerlei Interessantes ein. Na, wissen Sie, wo hier jeden Tag so viele Menschen sind und dann müde wie ich bin. Ach, wie sehe ich wieder aus. Aber Fräulein Heimann wie der Herrn Kommissar kann man doch nicht vergessen. Ich staune über Ihren Humor, Kollege Lorenz. Ja, ich auch. Aber das ist ja wahr. Der Herr hat ganz recht. Ach, schon gut, umso besser. Dann müssen Sie sich doch auch auf dieses Mädchen hier besinnen. Auf die? Natürlich. So ein zartes Ding. Er saß mit dem Pfarrer Greiz draußen und aß ein Würstchen. Der andere, Bullig heißt er, der pennte natürlich wieder. Sie kennen sogar den Pfarrer? Greiz! Na hören Sie, wo der jede Woche zweimal hier einkehrt. Bewundern Sie meinen kriminalistischen Instinkt, Lorenz. Ich hielt diesen Mann für einen Mörder. Hirn ist menschlich, Herr Murat. Für welche Firma dieser Greiz fährt und was für ein LKW, wissen Sie wohl nicht. Nee, das geht zu weit. Wir haben ja schließlich... Peter, rufen Sie München an. Wir brauchen Standort, Fahrziele und Kennzeichen des Fahrers Kreitz und seines Lastzuges. Die Herrschaften sollen sich tummeln. Jawohl, Herr Kommissar. Kommen Sie, Fräulein, trinken Sie einen Schnaps mit mir. Sie haben es verdient. Na und ich? Wenn es Ihre Beobachtungsgabe anregt, Herr Kollege, bitte. Frisch. Ja, frisch. Sehr frisch heute Nacht. Bloß mir nicht. Mir ist warm. Innere Erwärmung. Da darf ich Sie auch zu einer inneren Erwärmung einladen? Dürfen Sie. Ja, das stimmt klar. Ich darf auch. Ich habe nämlich Feierabend. Nach Feierabend darf jeder. Ich habe mich auch schon selbst. Mal muss jeder tanken. Ist ja klar. Tagsüber ich die anderen und abends danke ich selber. Soll ich nicht? Wer hat mir zu sagen? Wie? Wer? Keiner. Na also, Polizei schon gar nicht. Was wollen Sie denn? Herr Frisch, Sie haben eben unseren Beamten von einem Mann erzählt, der Sie beinahe umgerannt hat. Der mit dem Rad. Ach so, der. So ein Idiot. Ja, hat mich beinahe umgeschmissen. Mich. Na, den habe ich angefahren. Sie sind ja besoffen, Sie, habe ich gesagt. Entschuldigung, hat er gesagt. Hat er gesagt. Ja. War ein ganz hübscher Kerl. Bloß blass, sehr, sehr blass. Ist weg. Querfeld ein, halb rechts.
Wohin? Ja, wohin? Auf irgendeinen LKW zu, wo an der Ausfahrt stand. Worauf sonst? Vielleicht Mercedes 300? Alles gut. Wohin? Zeiten sind das. Keine Liebe mehr unter den Menschen. In Minuten finden Sie, was Morat vorausgesagt hatte. Das Rad des Mörders. Es steht, wo Reschke es vor Stunden stehen ließ. Niemand hat es gestohlen. Es ist tatsächlich das gleiche Profil. Für mich besteht auch so kein Zweifel mehr daran, wem dieses Rad gehört. Aber warum hat das hier stehen lassen? Haben Sie inzwischen irgendetwas über den Fahrer Kreitz und seinen Lastzug erfahren? Noch nicht. Gegen morgen vielleicht. Schläft doch alles um diese Zeit. Verdammt. Warum verdammt? Mensch, Lorenz, weil es möglich ist, dass der Mörder... Los, kommt, fragt nicht so viel. Ans Telefon. Es ist 4.30 Uhr morgens und der Transporter mit Sabine und dem Mörder befindet sich etwa zwischen Limburg und Altenkirchen. Morat setzt den ganzen Polizeiapparat ein, um den Lastzug zu stoppen und Sabine in Sicherheit zu bringen. Aber wird er zur Zeit kommen? Jochen Peters, der Anlass zu so viel Verwirrung und Todesnot schläft um diese Stunde im Bauernhof seiner Tante Rosa in Holzheim und ahnt noch gar nichts von all dem Schrecklichen. Hey, Jochen! Ich bin's, Tante Rosa. Ein Telegramm für Sabina Kirchner. Gib her. Moin, Jochen. Morgen. Kommen Sie nun doch? Was weiß ich? Sofort zurückkommen, Vater. So ein Unsinn. Sind die verrückt geworden, so? Oder? Wann kommt der Zug? Ja, so Sonntag gegen 12 Uhr. Sowas. Du brauchst mich doch nicht so früh, ein Bett zu holen. Ach, schlaf doch, Junge, schlaf doch. Sofort zum Landjäger kommen, sofort! Ist was mit Bienchen? Weiß ich doch nicht. Beeil dich doch. Was ist denn, Herr Heberle? Morgen, Jochen, wir haben ein bisschen sonderbare Sache. Dringend Alarm aus München, wir müssen sofort zur Autobahn. Schreibe für, so schnell wie möglich. Wir? Deswegen ich? Ach, fahr nicht so viel. Ist es... Mach schon. Ist es wegen Sabine Kirchner? Los, steig auf. Aber du bist ja gar nicht warm angezogen. Das ist doch egal, was ist mit Sabine? Weiß ich nicht. So erfährt Jochen mit Grauen, dass die Kriminalpolizei in München den Autotransporter stoppen ließ, mit dem Sabine zu ihm wollte. Und dass ein langgesuchter Mörder mitfuhr, der jetzt vielleicht mit ihr durch den Wald nach Holzheim unterwegs ist. Die von Morat Polizeistreife, der Jochen entgegenfährt, soll die beiden suchen. Jochen denkt, ich bin schuld. Ich habe sie in den Tod getrieben. Sie sagt, sie hat einen Schutzengel, vielleicht. Aber Gott will sicher nicht, dass man seinen Schutzengel aus Übermut belästigt. Und gerade ich habe doch nichts geglaubt, gar nichts. Aber jetzt lass sie am Leben sein. Nichts wert, so zu beten. In Not beten viele. Vorher nicht so billig, dass ich jetzt bete. Aber lass sie am Leben sein. Lass sie am Leben sein. Mal. Was tun Sie denn mit meiner Tasche? Was haben Sie denn? Ist Ihnen wieder schlecht? Was sehen Sie mich denn so? Oh.
Warum halten Sie denn? Ich kann nicht mehr sehen! Ja, still! Das ist sie! Mädchen! Hören Sie, hier muss es gewesen sein, irgendwo. Du nach dort! Bienchen! 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 Thank you.